Die Geralt und Ciri Saga. Staffel 6. Folge 1. Die Dame vom See. Teil 1. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. William Shakespeare. So ritten sie, bis sie zu einem See kamen. Das war ein schönes und breites Wasser, und in der Mitte des Sees sah Arthur einen Arm, der in weißen Brokat gekleidet war. Und er hielt ein schönes Schwert in der Hand. Sieh, sagte Merlin, dort ist das Schwert, von dem ich sprach. Damit sahen sie ein Fräulein, das auf dem See fuhr. Was für ein Fräulein ist das? Fragte Arthur. Das ist die Dame vom See, sagte Merlin. Thomas Malory, Le Morte d'Arthur. Interludium. Auszug aus Rittersporns. Ein halbes Jahrhundert Poesie. Wie genau sich Ciris lange Reise zwischen den Welten abspielte, kann ich natürlich nicht sagen. Wohlgemerkt ihre zweite Reise durch verschiedene Welten, unmittelbar nach den schrecklichen Ereignissen von Riva im September des Jahres 1268. Während dieser Reise wurden unserer jungen Hexerin einfach viel zu viele Eindrücke und Erlebnisse gewahr, als dass man sie allesamt niederschreiben oder in irgendeiner Form historisch und detailliert festhalten könnte. Doch wie es das Schicksal so wollte, zähle ich mit Stolz zu einem der engsten Freunde und Vertrauten eben jener Hexerin, weshalb es mir dennoch möglich ist, das ein oder andere kurz und bündig wiederzugeben, was Ciri an Erfahrungen mit mir geteilt hat und von welchen Erlebnissen sie mir berichtet hatte. Und ich kann sagen, dass diese kleinen Einblicke in Ciris Erzählungen selbst einem wortgewandten Dichter und Poeten, einem Meister der Verse sowie Mann der Feder und des Wortes, wie ich es bin,
es kaum möglich machen, sie zu Pergament zu bringen und mit Tinte zu verewigen. Zu facettenreich, ja zu erstaunlich und unglaublich waren Ciris Geschichten, so dass es nicht möglich ist, geeignete Worte in den vielen Sprachen unserer Welt zu finden, die dies wiederzugeben vermögen. Trotzdem, geneigter Leser, sei versichert. Ich werde mein Bestes geben, um dir dennoch eine Vorstellung davon zu vermitteln, so vage sie auch sein mag. Denn eine Schande wäre es, würde niemals wenigstens ein Bruchteil dessen, was Ciri erlebt hat, in die Gedanken und Fantasien der Bewohner dieser Welt gelangen. Damit meine ich selbstverständlich dich, lieber Leser. Lass mich sacht beginnen und erst im Laufe meines folgenden Werkes näher auf Ciris spannende Berichte eingehen, welche sie mir in eigener Person erzählte, was nur allzu oft bei mir daheim in Novigrad oder im schönen Toussaint auf der Terrasse des Weingutes Corvo Bianco vonstatten ging. Ach, was hatte diese junge Dame nicht alles erlebt und gesehen, wofür manch einer Gräueltaten zu begehen bereit wäre, könnte er auch nur einen einzigen Tag dessen erleben, was Ciri erlebte. Durch Steppen, endlos wie das Meer, in denen man in jede Himmelsrichtung blicken konnte, ohne am Horizont eine Veränderung der Landschaft zu erblicken, ritt sie an der Seite von Einhörnern. Sie sah eine Welt unter dem Wasser, ein Königreich, eine Zivilisation, die sich von dem Leben unmittelbar unter der Sonne abgewandt hat und sich stattdessen für die Unendlichkeit der Ozeane und Meere entschied. Ciri besuchte Städte, deren Gebäude nicht aus Mörtel, Holz und Stein errichtet waren, sondern nur durch pures Glas. Es gab Welten, in denen die Nacht herrschte, in denen nimmer Licht die Oberfläche bedeckte. Andererseits war da auch das genaue Gegenteil, ein immerwährendes Herrschen der Sonne, ohne Schatten oder Dunkelheit. Oder gar war da ein Ort, abstruser geht es kaum, in dem Menschen mit Metall in ihren Köpfen einherdefilierten und sich mit Schiffen durch die Lüfte bewegten, wie es eigentlich nur Vögel vermöchten. Selbst mir, dem ein Fantasievermögen in überdurchschnittlichem Maße angeboren ist, fällt es schwer, sich all dies bildhaft vorzustellen. Also sei beruhigt, lieber Leser, sollte dir bei den Vorstellungen an jene Orte etwas schwindlig werden. Neben all dem und natürlich noch unzähligem mehr war allerdings in unermesslichem Maße von Bedeutung für Ciri ihr Besuch in einer Welt namens Mittelerde. Warum war genau dies so besonders? Nun ja, in jener Welt, die im Übrigen der unseren nicht unähnlich ist, verbrachte Ciri seinerzeit etwa 1,5 glückliche Jahre, ehe sie von der wilden Jagd verfolgt von dort fliehen musste. Sie war in Mittelerde erheblich länger als an jedem anderen Ort, den sie besucht hatte. Der Grund dafür war ein junger Krieger, den sie dort kennenlernte und in den sie sich verliebte. Doch lasst mich an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, denn jene wundervolle Geschichte Ciris aus Mittelerde bedarf einer eigenständigen Erzählung. Als leidenschaftlicher Poet muss ich nun allerdings eingestehen, dass es mir jetzt, da ich diese Zeile niederschreibe, in den Fingerspitzen juckt, eine passende Ballade zu der Begegnung dieser beiden meinem Werk schon hier beizufügen. Halte an dich, Rittersporn! Sich wieder mit einem Überblick über ihre Reisen befassend, möchte ich jedoch nicht verhehlen, dass Ciri vormals von Mittelerde auch Orte sah, die nicht zum Verweilen einluden. Orte, in denen giftige Lüfte und Dämpfe den Horizont verschwimmen ließen. Orte, die von Feuer und Hitze heimgesucht wurden, in denen schwarzer Rauch den Himmel bedeckte und wo sich lavaspeiender Vulkan an lavaspeienden Vulkan reihte. Du siehst, werter Leser, obwohl einem bei der Vorstellung an manche dieser von Ciri besuchten Orte die Augen übergehen würden, so gefährlich stellen sich jedoch die Alternativen dar. Vorsicht war also stets geboten,
Vorsicht war stets der Begleiter unserer Ciri, obgleich sie eine in Kaer Morhen ausgebildete Hexerin ist, die ihre Ausbildung unter den besten Lehrmeistern genoss, die das Hexerhandwerk je hervorgebracht hat. Ja, Vorsicht war geboten, insonderheit natürlich am Anfang ihrer langen Reise durch die Welten. Und jenen Anfang nahm der Weg unserer Heldin in einem Lande ähnlich dem unseren, gespickt von Fabelwesen und Magie. Einem Lande, das Sommerreich oder Camelot genannt wurde. Der See war verwunschen. Daran bestand nicht der mindeste Zweifel. Erstens lag er gleich neben dem Ausgang des verfluchten Tales Kym Pöka, eines geheimnisvollen, ewig in Nebel verhüllten Tales, das für Zauberei und magische Erscheinungen bekannt war. Zweitens brauchte man ja nur hinzuschauen. Die Wasserfläche war von einem tiefen, saftigen und makellosen Blau, ganz wie ein geschliffener Saphir. Sie war spiegelglatt, derart, dass die Gipfel der Bergkette von Irvidva als Spiegelbild schöner aussahen als in Wirklichkeit. Vom See her wehte eine kalte, belebende Brise, und die würdevolle Stille wurde von nichts gestört. Nicht einmal vom Plätschern eines Fisches oder vom Schrei eines Wasservogels. Der Ritter schüttelte sich, um den Eindruck loszuwerden. Doch anstatt weiter auf dem Kamm der Anhöhe entlang zu reiten, lenkte er das Pferd hinab zum See. Ganz als zöge ihn mit magischer Kraft ein Zauber an, der dort unten schlummerte. Am Grunde, in den Tiefen des Wassers. Das Pferd ging zaghaft zwischen den Felsbrocken hinunter und gab mit leisem Schnauben zu verstehen, dass es die magische Aura ebenfalls spürte. Als er unten am Ufer angelangt war, saß der Ritter ab. Das Pferd an der Trense nachziehend, näherte er sich dem Rande des Wassers, wo kleine Wellen inmitten von buntem Geröll spielten. Er kniete nieder, verscheuchte Fische, ganz klein und flink wie Nadeln, als er mit den zusammengelegten Händen Wasser schöpfte. Er trank vorsichtig und langsam. Das eiskalte Wasser ließ Lippen und Zunge taub werden, die Zähne schmerzen. Als er abermals schöpfte, erreichte ihn ein Klang, der über die Wasserfläche herandrang. Er blickte auf. Das Pferd schnaubte, als wolle es bestätigen, dass es auch etwas gehört habe. Er horchte. Nein, es war keine Täuschung gewesen. Was er hörte, war Gesang. Da sang eine Frau. Vielleicht eher ein Mädchen. Der Ritter war, wie alle seines Standes, mit den Liedern der Barden und mit Rittergeschichten aufgewachsen. Und dort war in 9 von 10 Fällen der Gesang oder das Wehklagen eines Mädchens ein Köder. Die Ritter, die ihm folgten, gerieten allemal in Fallen, manchmal in tödliche. Doch die Neugier siegte. Schließlich war der Ritter erst 19 Jahre alt.
Er war sehr kühn und sehr unbesonnen. Für das eine war er berühmt, für das andere bekannt. Er vergewisserte sich, dass das Schwert locker in der Scheide saß, worauf er, das Pferd am Zügel führend, am Ufer entlang in die Richtung ging, aus der der Gesang kam. Er brauchte nicht weit zu gehen. Das Ufer war von großen Findlingen bedeckt, dunklen, blank gewaschenen Felsbrocken, als hätten Riesen ihr Spielzeug achtlos weggeworfen oder nach dem Spiel vergessen. Manche lagen im See, schienen schwarz unter dem durchsichtigen Wasserspiegel hervor. Manche erhoben sich über die Oberfläche. Von den Wellen umspült, sahen sie aus wie die Rücken von Leviathanen. Die meisten aber lagen am Ufer, vom Strand bis hin zum Walde. Manche waren im Sand begraben und ragten nur zum Teil heraus, so dass man nur raten konnte, wie groß sie insgesamt waren. Der Gesang, den der Ritter hörte, kam just hinter jenen Steinen am Ufer hervor. Doch das Mädchen, das da sang, war nicht zu sehen. Der junge Mann zog das Pferd heran, hielt es an Gebissstange und Nüstern, damit es weder wieherte noch schnaubte. Die Kleidung des Mädchens ruhte auf einem Stein, der im Wasser lag und flach wie ein Tisch war. Sie selbst, nackt, bis zur Taille im See, wusch sich, wobei sie planschte und vor sich hin sang. Der Ritter verstand die Worte nicht. Kein Wunder. Das Mädchen, dafür hätte er seine Hand ins Feuer gelegt, war kein Mensch von Fleisch und Blut. Davon zeugten der feingliedrige Körper, die seltsame Haarfarbe, die Stimme. Er war sich sicher, dass er, wenn sie sich denn umwandte, große, mandelförmige Augen sähe. Und wenn sie die aschblonden Haare zurückstriche, würde er sogleich schmale, spitz zulaufende Ohrmuscheln erblicken. Das war eine Bewohnerin von Faerie, eine Fee, eine von den Tylwyth Teg, eine von denen, die die Pikten und die Iren Doine Shi nannten. Das Hügelvolk. Eine von denen, die die Sachsen Elfen nannten. Das Mädchen unterbrach für einen Moment den Gesang, tauchte bis zum Hals unter, hustete, schnaufte und begann ausgesprochen gemein zu fluchen. Verfluchter Scheißdreck! Den Ritter täuschte das jedoch nicht. Es war allgemein bekannt, dass Feen auf Menschenart fluchen konnten, mitunter unflätiger als ein Stallknecht. Und sehr oft war der Fluch die Einleitung zu einem boshaften Streich, wie ihn die Feen bekanntermaßen liebten. Zum Beispiel, dass sie jemandem die Nase zur Größe einer Saatgurke anwachsen oder die Männlichkeit auf das Ausmaß eines Bohnensamens schrumpfen ließen. Den Ritter lockte weder die erste noch die zweite Möglichkeit. Schon war er drauf und dran, sich diskret zurückzuziehen, als ihn plötzlich das Pferd verriet. Nein, nicht sein eigenes Reittier, das an den Nüstern festgehalten, ruhig und still wie ein Mäuschen war. Ihn verriet das Pferd der Fee. Eine Rapstute, die der Ritter zunächst zwischen den Felsen nicht bemerkt hatte. Jetzt scharrte die pechschwarze Stute mit dem Huf im Geröll,
und wieherte zur Begrüßung. Der Hengst des Ritters warf den Kopf hoch und antwortete höflich. Man konnte geradezu das Echo auf dem See hören. Die Fee schoss aus dem Wasser hervor, wobei sie sich dem Ritter einen Augenblick lang in ihrer ganzen Ansehnlichkeit präsentierte. Sie stürzte zu dem Felsblock, auf dem ihre Kleidung lag. Doch anstatt irgendein Hemdchen zu packen und sich sittsam zu bedecken, langte sie nach einem Schwert und zog es mit zischendem Geräusch aus der Scheide, wobei sie erstaunlich geschickt mit dem Stahl umging. Das dauerte nur einen winzigen Moment, worauf sich die Fee hinhockte oder kniete, sodass sie bis zur Nase im Wasser verschwand und den ausgestreckten Arm mit dem Schwert über die Oberfläche hielt. Der Ritter schüttelte die Benommenheit ab, ließ die Zügel los und sank auf dem nassen Sand auf ein Knie. Denn er hatte sofort begriffen, wen er vor sich hatte. Er streckte die Hände aus. Sei gegrüßt. Das ist eine große Ehre für mich. Eine große Auszeichnung, o Dame vom See. Ich nehme dieses Schwert an. Die Fee kam bis zum Mund aus dem Wasser. Ob du vielleicht aufstehen und dich umdrehen könntest? Ob du vielleicht aufhören könntest zu glotzen, damit ich mich anziehen kann? Er gehorchte. Er hörte sie plätschern, als sie aus dem Wasser kam. Hörte sie mit der Kleidung rascheln und leise fluchen, als sie sie auf den nassen Leib zog. Ah, Scheiße! Ah. Er betrachtete die Rappstute, mit dem Fell glatt und schimmernd wie ein Maulwurfspelz. Das war zweifellos ein Ross von edelstem Geblüt. Zweifellos schnell wie der Wind. Zweifellos verwunschen. Es stammte entschieden auch aus Faerie, wie seine Besitzerin. Du kannst dich umdrehen. Dame vom See. Und dich vorstellen. Ich bin Galahad von Caer Benic, ein Ritter des Königs Arthur, des Herrn auf dem Schlosse Camelot, des Gebieters über das Sommerreich, wie auch über Domnonia, Dufnaint, Poes, Dufet und Temerien, Redanien, Rivien, Edirn, Nilfgaard. Sagen dir diese Namen etwas? Nein, die habe ich nie gehört. Das dachte ich mir. Und welchen Tag im Jahr haben wir heute? Es ist der zweite Vollmond nach Lugnasad, Dame Ciri. Sie bewegte die Schultern, um die Kleidung auf der trockenen Haut zurechtzurücken. Sie sprach sonderbar. Ihre Augen waren grün und groß. Instinktiv streifte sie die nassen Haare zurück. Und der Ritter stieß unwillkürlich einen Seufzer aus. Nicht nur, weil sie ein gewöhnliches Menschenohr hatte, keinesfalls das einer Fee. Ihre Wange war von einer großen, hässlichen Narbe entstellt. Sie war verwundet worden. Konnte man denn eine Fee verwunden? Sie bemerkte den Blick, kniff die Augen zusammen und rümpfte die Nase. Eine Schramme, jawohl. Was guckst du so erschrocken? Ist das denn für einen Ritter etwas so Seltsames? Eine Narbe? Oder etwas so Hässliches? Das ist wahrlich nichts Seltsames für einen Ritter. Langsam, mit beiden Händen, nahm er die Kapuze des Kettenpanzers ab, streifte die Haare zurück und zeigte,
mit einem gewissen jungenhaften Stolz die eigene, erst vor kurzem verheilte Narbe, die von der Schläfe bis zum Unterkiefer lief. Und hässlich sind nur Narben auf der Ehre. Ich bin Galahad, der Sohn Lancelots vom See und Elaines, der Tochter von König Pelles, dem Herrn auf Kaer Bennig. Diese Wunde hat mir Bräunes, der Gnadenlose, geschlagen, ein nichtswürdiger Bedrücker der Damen, bis ich ihn im ehrlichen Zweikampf bezwang. Wahrlich, ich bin würdig, aus deinen Händen dieses Schwert zu empfangen, o Dame vom See. Wie bitte? Das Schwert. Ich bin bereit, es zu empfangen. Das ist mein Schwert. Ich erlaube niemandem, es anzurühren. Aber was? Weil doch die Dame vom See immer... Weil sie immer aus dem Wasser auftaucht und ein Schwert schenkt. Ich verstehe. Nun ja, andere Länder, andere Sitten. Es tut mir leid, Galahad, oder wie du heißt. Aber offensichtlich hast du die falsche Dame getroffen. Ich gebe nichts weg und lasse mir nichts wegnehmen, damit das klar ist. Aber ihr kommt doch aus Faerie, edle Dame. Oder etwa nicht? Ich komme aus Rivien, aus einer Stadt namens Riva, am See Loch Escalot. Ich bin in einem Boot gekommen. Es war Nebel. Ich habe kein Ufer gesehen. Ich habe nur Kelpie wiehern hören. Meine Stute, die mir nachgelaufen ist. Sie breitete das nasse Hemd auf dem Stein aus. Und wieder seufzte der Ritter. Das Hemd war gewaschen, aber nicht vollends. Man sah noch immer Blutflecken. Entweder hatte das Mädchen nicht gesehen, dass er das Blut bemerkt hatte, oder sie gab sich den Anschein. Die Strömung eines Flusses hat mich hergebracht. Die Strömung des Flusses und der Zauber des Einhorns. Wie heißt dieser See? Ich weiß nicht. Es gibt so viele Seen in Gwynedd. In Gwynedd? Gewiss doch. Diese Berge dort sind Ywydwa. Wenn man sie zur Linken hat und durch die Wälder reitet, kommt man nach 2 Tagen nach Dinas Dyn Llwyd und dann weiter nach Caer Dafal. Und der Fluss, der nächste Fluss ist hier... Egal, wie der nächste Fluss heißt. Hast du etwas zu essen, Galahad? Ich sterbe vor Hunger. Nun, ja, habe ich. Na, zum Glück. Gib mir noch einen Moment. Schon im Begriff, zu seinem Pferd zu gehen und in den Satteltaschen nach dem Proviant zu kramen, blieb er jedoch stehen und schaute irritiert zu, wie sie ein kleines Beutelchen von ihrem Gürtel löste, es auf den Stein neben das ausgebreitete Hemd legte und es aufschnürte. Der Ritter erhaschte nur einen kurzen Blick auf den Inhalt des Beutelchens. Die meisten dieser Dinge hatte er noch nie zuvor gesehen, konnte er es aber auch schlecht, waren es dem Anschein nach diverse Pflegeutensilien für Damen. Das Mädchen holte aus dem Beutelchen ein kleines Band hervor, band sich die feuchten, aschblonden Haare locker am Hinterkopf zusammen. Anschließend nahm sie einen kleinen Spiegel in die eine, sowie ein Kohlestück in die andere Hand. Er beobachtete mit geöffneten Lippen, wie sie in den Spiegel schaute und sich mit dem Kohlestück über die Augenhöhlen und Lider fuhr. Ihre großen grünen Augen mit einer dicken schwarzen Schicht umrandete. Sie bemerkte, dass er sie betrachtete, sagte aber nichts, sondern bemalte sich auf diese seltsame Art und Weise weiter die Augen.
Als sie fertig war, schluckte er. Nun, mit den sichtbaren menschlichen Ohren, der Narbe auf der Wange und den tief geschwärzten Augenrändern, sah sie so gar nicht mehr wie eine Fee aus. Na, wo ist jetzt das Essen? Was starrst du mich so an? Fürchtest du, dass ich verschwinde? Dass ich durch die Lüfte davonfliege mitsamt deinem Zwieback und der Wacholderwurst? Keine Angst. In meiner eigenen Welt habe ich etwas angestellt und die Vorherbestimmung durcheinander gebracht. Also sollte ich mich momentan dort nicht blicken lassen. Ich werde eine Zeit lang in deiner Welt bleiben. In einer Welt, in der man nachts vergebens den Drachen oder die sieben Ziegen am Himmel sucht. In der gerade der zweite Vollmond nach Lammas ist und Lammas Lugnasad ausgesprochen wird. Was starrst du mich so an, frag ich? Ich wusste nicht, dass Feen essen. Feen, Zauberinnen oder Elfen. Alle essen sie, trinken und so weiter. Wie bitte? Unwichtig. Je aufmerksamer er sie betrachtete, umso mehr verlor sich die magische Aura. Umso menschlicher und gewöhnlicher wurde sie. Geradezu alltäglich. Er wusste jedoch, dass sie nicht so war. Es nicht sein konnte. Man trifft keine gewöhnlichen Mädchen am Fuße von Irvidwa, in der Gegend von Kumpuka, die nackt in Bergseen baden und blutbefleckte Hemden waschen, die Narben im Gesicht haben und sich die Augen schwarz umranden. Wie dieses Mädchen auch aussehen mochte, ein irdisches Geschöpf konnte sie nicht sein. Außerdem betrachtete Galahad nun schon ganz ungezwungen und ohne fromme Scheu ihre aschblonden Haare, in denen jetzt, da sie getrocknet waren, zu seiner Verwunderung silberweiße Strähnen glänzten. Ihre feingliedrigen Hände, das kleine Näschen und die bleichen Lippen. Ihre Männerkleidung von etwas sonderbarem Zuschnitt, aus feinem Stoff, aus unglaublich dicht gewebtem Stoff. Ihr Schwert, das seltsam geformt und geschmückt war, aber keineswegs den Eindruck machte, es diene nur zur Zierde. Ihre bloßen Füße, an denen getrockneter Ufersand klebte. Sie rieb Fuß an Fuß. Damit das klar ist, ich bin keine Elfe. Als Zauberin aber, das heißt als Fee, bin ich ein bisschen ungewöhnlich. Ach, wahrscheinlich bin ich überhaupt keine. Schade. Wirklich. Was soll da schade sein? Es heißt, dass Feen, wenn sie mitunter jungen Männern begegnen, sie ins Elfland führen und dort unter den Haselsträuchern auf einem Teppich aus Moos lassen sie sich Gunst erweisen. Verstehe. Sie warf ihm einen raschen Blick zu, worauf sie kräftig in die Wurst biss. Was das Elfland angeht, so bin ich vor einiger Zeit von dort geflohen und habe es überhaupt nicht eilig mit der Rückkehr. Was hingegen Gunstbezeugungen auf einem Teppich aus Moos angeht, bin ich momentan leider nicht in der Stimmung zu. Tut mir leid, Galahad. Meine Dame, ich wollte euch nicht kränken. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen.
Es ist nur, dass ihr so bezaubernd schön seid. Abermals Dank. Aber jetzt kein Wort mehr davon. Es war warm. Die Sonne, die im Zenit stand, erhitzte angenehm die Steine. Ein leichter Windhauch kräuselte den Spiegel des Sees. Was bedeutet der Speer mit der blutenden Spitze? Was bedeutet und welchen Grund hat das Leiden des Königs mit dem durchstochenen Schenkel? Was bedeutet die Jungfer in Weiß, die den Gral trägt, die silberne Schale? Aber sonst geht es dir gut? Ich frage ja nur. Und ich verstehe deine Frage nicht. Ist das irgendeine verabredete Losung? Ein Signal, an dem die Eingeweihten einander erkennen? Sei so freundlich und erkläre es. Das vermag ich nicht. Warum also hast du gefragt? Ja, weil... Na, kurz gesagt, einer von unseren Leuten hat nicht gefragt, als er die Gelegenheit dazu hatte. Es hat ihm die Sprache verschlagen, oder er hat sich geschämt. Er hat nicht gefragt, und deswegen gab es eine Menge Scherereien. Also fragen wir jetzt immer, sicherheitshalber. Gibt es in dieser Welt Zauberer? Weißt du, Leute, die Magie betreiben? Magier, Wissende. Es gibt Merlin und Morgana, aber die ist böse. Und Merlin? Einigermaßen. Weißt du, wo man ihn finden kann? Gewiss doch. In Camelot, am Hof von König Arthur. Dahin bin ich gerade unterwegs. Ist es weit? Von hier nach Powys, zum Fluss Havren. Dann den Havren entlang nach Glavum, ans Sabrinameer. Und von dort ist es schon nicht mehr weit bis zur Ebene des Sommerreichs. Alles in allem an die 10 Tage zu reiten. Zu weit. Man kann den Weg etwas abkürzen, wenn man durch Kympokka reitet. Aber das ist ein verwunschenes Tal. Dort ist es unheimlich. Dort leben die Idinnan Bach-Täg. Boshafte Wichte. Ja, und? Dein Schwert trägst du spazieren? Was vermag ein Schwert gegen Zauberei? Genug. Nur keine Angst. Ich bin Hexerin. Hast du schon mal davon gehört? Klar, hast du nicht. Aber vor deinen Wichten fürchte ich mich nicht. Ich habe unter den Zwergen eine Menge Bekannte. Natürlich, dachte er. Dame vom See? Ich heiße Ciri. Nenn mich nicht Dame vom See. Ich habe da ungute Erinnerungen. Recht unangenehme. So haben mich jene genannt im Lande... Wie nennst du das Land? Fairy. Oder wie die Druiden sagen, Anwen. Und die Sachsen nennen es Elfland. Sie zog das karierte Piktenkleid um die Schultern, das sie von ihm erhalten hatte. Elfland. Ich bin dort gewesen, weißt du? Ich ging in den Schwalbenturm. Und im Handumdrehen war ich unter Elfen. Und die haben mich so genannt. Die Dame vom See. Anfangs hat mir das sogar gefallen. Es hat mir geschmeichelt. Bis ich begriff, dass ich in jenem Land, in jenem Turm und an jenem See überhaupt keine Dame war. Keine Herrscherin, sondern eine Gefangene. Hast du dir dort das Hemd mit Blut befleckt? Nein, nicht dort.
Du hast ein scharfes Auge. Nun ja, der Wahrheit entflieht man nicht. Es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, Galahad. Ich habe mich in letzter Zeit oft befleckt. Mit dem Blut von Feinden, die ich getötet habe. Und mit dem Blut von Menschen, die mir nahe standen. Und die ich zu retten versuchte. Und die in meinen Armen gestorben sind. Was schaust du so? Ich weiß nicht, ob du eine Gottheit bist oder eine Sterbliche. Oder eine von den Göttinnen. Bist du aber eine Bewohnerin des Erdkreises? Zur Sache, wenn ich bitten darf. Ich würde gern deine Geschichte hören. Willst du sie mir erzählen, edle Dame? Sie ist lang. Wir haben Zeit. Und sie endet nicht besonders gut. Das glaube ich nicht. Warum? Du hast gesungen, als du im See badetest. Du bist ein guter Beobachter. Ja, ein guter Beobachter. Aber sehr naiv. Erzähl mir deine Geschichte. Bitte. Tja, gut, wenn du willst. Ich erzähle sie. Vom Anfang. Ganz von Anfang an. Diese Geschichte sieht mir immer mehr nach einer aus, die keinen Anfang hat. Und ich weiß, dass sie auch noch nicht zu Ende ist. Denn du musst wissen, dass sich Vergangenheit und Zukunft schrecklich verflochten haben. Ein gewisser Elf hat mir sogar gesagt, dass das wie bei dieser Schlange ist, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Diese Schlange, dass du es weißt, heißt Ouroboros. Und dass sie sich in den eigenen Schwanz beißt, bedeutet, dass der Kreis geschlossen ist. In jedem Augenblick der Zeit liegen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In jedem Augenblick liegt die Ewigkeit. Verstehst du? Nein. Macht nichts.